Nächster Redner ist der Abgeordnete Dr. Büger für die Fraktion der Freien Demokraten. Und Sie haben zunächst mal 6:37 Minuten. Ja. So. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das jetzt gerade um die Redezeit. Und das ging. Ich finde, die Redezeit steht hier am Ende der Haushaltsdebatte durchaus symbolisch für die hessische Politik. Wir haben gut gewirtschaftet, und die Zeit dieser Landesregierung ist abgelaufen. Eigentlich haben wir zwei Haushalte hier, über die wir sprechen im Einzelplan 15. Das eine ist der Haushalt Wissenschaft, das andere Kultur. Und wenn ich mir so eine Überschrift denke für den Haushalt Wissenschaft, dann kann man es einfach in einem Satz sagen, es ist eigentlich alles weiter wie bisher, plus 4%. Aber das, meine Damen und Herren, das löst doch keine Probleme. Also, wir haben eine Betreuungsquote, wo wir sogar alle sagen, das müssen wir angehen und das, da sind wir ganz, also ob beim vorletzten Platz oder drittletzten, da sind wir da, wo sicherlich, also Herr Bellino, Abstiegsplatz, nicht Champions League. Und diese Lücke, die ist viel, viel größer als 4%. Und da haben wir offensichtlich an dem Stelle auch bei der Qualität der Lehre ein Problem. Aber wir haben überhaupt keine Konzepte. Die habe ich schon mehrfach von diesem Pult eingefordert, wie wir das ändern können. Und stattdessen, denk an den neuen Hochschulpakt, werden immer ein größerer Anteil von Geldern gegeben, ohne einen Bezug zu Leistung und Qualität, ohne Anreize. Das heißt, es soll sozusagen sich von selbst ändern. Oder denken Sie den Teil Digitalisierung. Da ist die gesamte Planung noch vor Corona, und wir wissen, wie viel Corona geändert hat, noch vor Corona hineingekommen, mit ganz kleinen Beträgen für die Jahre 20 und 21. Die sollten erst später ansteigen. Und dann hören wir im Übrigen, wir lesen Pressemeldungen, das ist eine Pressemeldung vom 17. November, Frau Ministerin. Da gibt das HMWK bekannt, dass den hessischen Hochschulen für die Stärkung digitaler Angebote, die sich an Erstsemester richten, rund 1,5 Millionen Euro aus Hochschulparkmittel zur Verfügung gestellt werden. Da denke ich, oh, ich könnte es ja klarstellen, aus Hochschulpaktmitteln, na, das sind die Mittel, die Sie eh schon haben. Wenn wäre es eine Meldung gewesen, wären die Ihnen noch einmal zusätzlich oben drauf gekommen, wenn nicht aus den Mitteln, die Sie eh schon haben. Und dann, meine Damen und Herren, die Exzellenzinitiative. Ja, also da sind wir doch wirklich, und das bedauern wir doch auch sehr, ganz weit hinten. Aber Konzepte, wie wir das ändern wollen, die haben wir nicht gefunden. Was habe ich im Haushalt gefunden? Im Haushalt 21 habe ich 1,5 Millionen Euro plus drin gefunden, die wir eben nicht ausgeben müssen, weil die Exzellenzinitiative nicht erfolgreich war und die entsprechend veranschlagt worden ist. Soll das etwa heißen, Sie profitieren auch noch vom Scheitern? Das ist doch wirklich traurig. Wirklich traurig. Und Herr Kollege Hofmeister, wenn Sie hier Löwe erwähnen, ja, Löwe haben wir auch mal viele Jahre auch gemeinsam hier entsprechend betrieben und vorangebracht. 12 Jahre erwähnen Sie richtig. Ich finde Löwe gut, gar keine Frage. Aber wenn Sie jetzt sagen, wir haben heute ein Problem, wir haben Löwe schon 12 Jahre, und dann meinen Sie, im 13. Jahr mit genau dem Gleichen würde sich plötzlich alles ändern. Also, das können Sie nicht allen Ernstes an der Stelle meinen. Sie sehen dort, wir haben im Hochschulbereich echte strukturelle Probleme. Und was machen wir dort? Wir machen ein bisschen weiße Salbe drauf, indem wir einfach 4% obendrauf machen. Also alles weiter mit 4%, anstatt etwas an der Wurzel zu fassen. Frau Ministerin, mir kam an der Stelle nur, wir sind ja im Bereich Hochschulen, ein Zitat von Albert Einstein in den Sinn, des ganz großen Wissenschaftlers. Der hat gesagt, es könnte für diesen Haushalt gelten, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Die reinste Form des Wahnsinns. Oder ich würde es mit meinen Worten sagen, wenn Sie alten Wein in neuen Schläuchen machen, dann bleibt er sauer, auch wenn es 4% mehr alter Wein ist. Und, Damen und Herren, wenn ich mir die, was können wir machen, was müssten wir tun? Hightech-Strategie des Landes. Ja, Sie haben ein hessisches Zentrum für künstliche Intelligenz. Das ist ein Anfang. Ist doch gar nicht schlecht, dass wir das haben. Aber wir brauchen doch viel mehr als KI. Was ist mit Quantentechnologie? Was ist mit 6G? Was ist mit Biotech, Cleantech, also Wasserstoff? Kollege Rock hat das ja hier im Setzpunkt sehr deutlich gemacht. Wir brauchen endlich eine gemeinsame Hightech-Strategie. Und übrigens noch einmal kurz zum Thema KI. Da wollen Sie ja Professurenstellen besetzen. Schön. Da wissen Sie nur hoffentlich auch, dass von den 100 Professoren deutschlandweit, die in einem Bundesprogramm besetzt werden sollen, gerade mal 28
besetzt werden konnten, weil einfach die Personen gar nicht da sind. Und die Experten des Bitkom, und die sind wirklich Experten dabei, die verweisen darauf, dass eine zusätzliche Einrichtung von KI-Professuren aktuell gar nicht zu einem Nettogewinn führt, sondern nur zu einer Abwerbespirale unter den Einrichtungen. Also das bringt uns auch nichts. Was würde uns etwas bringen? Na, zum Beispiel Promotionsstipendien gezielt in diesem Bereich der KI, die den Nachwuchs dort schaffen und Hessen attraktiv machen und dann entsprechend da sein und nicht nur über die Knappung. Und meine Damen und Herren, kommen wir in den zweiten Bereich an, Überschrift Kultur. Überschrift Kultur. Da könnte der eine Satz sein, die Grünen fördern hier ihr Weltbild. Das tun sie in ganz vielen Stellen, würde selbst meine hier zugewachsene Redezeit nicht reichen, aber wir haben ja schon vorhin gehört, früher war es Filmförderung, jetzt heißt das Green Film, nachhaltig, Frau Eisner hat auch gesprochen von grünen Vorgaben. Ja, genau. Das sozusagen, sie fördern an der Stelle ihr Weltbild. Und sie machen, oder wenn wir bei dem Thema Stipendien denken, da gab es durchaus klare und auch inhaltliche Vorgaben des HMWK. Wissen Sie, was wir wirklich bräuchten? Sie haben ja, Frau Eisner, hat gesprochen von der Breite. Ja, wir bräuchten Breite. Wir bräuchten unparteiische Forschung. Und hier auch, das bräuchten wir auch, aber unparteiische Förderung von Kultur. Denn Kunst und Kultur, Kunst ist eine Tochter der Freiheit und nicht der Vorgabe, der Freiheit. Und was fehlt da drin? Was fehlt? Es fehlen klare Sachen Richtung Entschädigung. Kollege Naas hat das auch hier mehrfach hier deutlich gemacht. Entschädigung für Künstler, die ja quasi ein Auftritts- oder Arbeitsverbot haben. Da dürfen Sie auf den Bund verweisen, zu Recht. Aber wissen Sie, wenn Sie immer nur auf den Bund verweisen, haben Sie bei der A49 auch schon gemacht. Da kommen wir hier nicht weiter. Sie müssen schon das machen, was Sie hier auch tun können und für das Sie verantwortlich sind. Und mit unserem Corona-Hilfegesetz, da haben wir einen Weg auch vorgegeben. Wir zeigen Ihnen als Opposition auch einen Weg, wie wir Künstler wirklich entschädigen können und wie wir das tun können. Und zwar nicht, indem wir ihnen Stipendien zur Verfügung stellen, die am Ende noch de facto an eine inhaltliche Bewertung der Arbeit geknüpft werden. Das ist nämlich vom Kern nicht liberal, sondern eine Förderung des grünen Weltbilds. Und wissen Sie, George Orwell hat das so wunderschön gesagt beim Thema Weltbild. Es gibt natürlich bestimmte Sachen, die stehen einem näher. Und andere hat man manchmal Probleme damit. Und mit den sehr kruden Vorstellungen, die Herr Grobe gemacht hat, haben wir, glaube ich, alle Probleme. Aber George Orwell hat einen ganz tollen Satz gesagt. Er hat nämlich gesagt, Freiheit ist das Recht, anderen das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Anderen das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Und da kann ich nur sagen, ja, man mag in Hessen alle, also niemand wird ins Gefängnis gesteckt, weil er etwas in Hessen nicht sagen kann, keine Frage. Aber Sie gehen immer mehr mit den Förderrichtlinien dahin, dass man vielleicht manche Dinge sagen kann, aber dann bekommt man eben kein Geld mehr. Und das ist auch eine Förderung von politischem Weltbild, und zwar eine, die wir nicht gut finden, die wir überhaupt nicht gut finden können. Und das verengt an dieser Stelle. Sie machen auch durchaus gute Punkte, ich will objektiv sein, dass wir in die Provenienzforschung hineingeben, Kollege Naas hat es auch schon vorgetragen, ist ein sehr guter Punkt, den Schwerpunkt, der ist erkennbar, aber auch da erste Schritte. An der Strategie wird noch gearbeitet, ich finde, die sollte mal zeitnah fertiggestellt werden. Man könnte auch mal die Möglichkeiten der Digitalisierung berücksichtigen, das ist ja ohnehin ein Stiefkind, weshalb wir noch nicht mehr richtig über einen solchen Etat hier haben reden können, traurig an dieser Stelle. Digitalisierung von Kultureinrichtungen, auch da haben wir Anträge zugestellt. Ja, die Digitalisierungsstrategie von Kultureinrichtungen, vielleicht gibt es sie irgendwo in Ihren Schubladen, aber uns zumindest als Landtag liegt die nicht vor. Liegt immer noch nicht vor. Und Gießkannenprinzip, meine Damen und Herren, Gießkannenprinzip, das reicht nicht. Nötig ist eine langfristige Strategie, wie hier Kultureinrichtungen bei den vielfältigen Digitalisierungsaufgaben umfassend unterstützt werden. Damit, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Fazit kommen. In diesem Etat ist viel zu viel drin von Altem, plus 4%, viel zu wenig von Neuem, viel zu wenig. Und ein Weiter-so ist eigentlich nirgends gut in der Politik. Aber ich glaube, es ist selten so problematisch wie gerade in einem Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das doch eigentlich, zumindest in unserer Diktion, ein Zukunftsministerium sein sollte. Dieser Einzelplan 15, der ist noch nicht mal ein kleiner Wurf. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Büger. Für die Fraktion Die Linke spricht die Fraktionsvorsitzende Kollegin Wissler.
rein theoretisch 5 Minuten 40, die übrig geblieben sind. Aber ja, das kommt darauf an, wie lange Frau Dorn spricht und was da noch zuwächst. Also, ich gucke mir das jetzt immer an, was sozusagen noch der vorgegriffene Zuwachs ist. Also im Falle von Herrn Dr. Büger wäre das jetzt, er hat 2 Minuten 40 über seine eigentlich zugewiesene Zeit. Das heißt, der FDP-Fraktion bliebe, wenn Frau, es ist ein kompliziertes Verfahren, ich gebe das zu, aber wenn eine das versteht, Frau Wissler, dann Sie. Sie wissen jetzt ungefähr, was ich damit sagen will. Also ich nehme das jetzt schon mal im Vorgriff und am Ende sage ich Ihnen dann so eine generelle Zahl und dann können wir auch ein bisschen runden und vielleicht auch ein bisschen miteinander verhandeln im Vorgriff auf den nächsten Tagesordnungspunkt, zweite Lesung des Gesetzentwurfs. Wir wollen ja nicht bis 10 oder 11 Uhr sitzen. Aber Frau Wissler, reden Sie doch jetzt erst einmal 5 Minuten 40 und dann gucken wir weiter und ich sage Ihnen dann, wo Sie ungefähr stehen. Also, gucken Sie mal noch einmal. Ich kann es noch einmal versuchen zu erläutern. Mit Zahlen ist es nie so einfach. Finanzminister guckt schon ganz nervös. Aber, also, die Landesregierung hat 10 Minuten bereits überzogen. Ich bitte die Landesregierung, sich jegliche Kommentare zu enthalten. Die Landesregierung hat schon 10 Minuten überzogen. Frau Staatsministerin Dorn wird sicherlich auch noch einmal 10 Minuten reden. Dann sind die 20 Minuten über den Durst. Die 20 Minuten, die würde ich dann verteilen auf die Oppositionsfraktionen. Da wir 4 Oppositionsfraktionen haben, sind das rein rechnerisch. Das kann selbst ich. 5 Minuten, die Ihnen theoretisch zuwachsen. Also jetzt 10 Minuten 40. Also jetzt fangen Sie einfach mal an und wir werden schon handelseinig. Bitte, Frau. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Einzelplan 15, das ist noch einmal eine Gelegenheit, über die Situation, über die schwierige Situation Studierender in der Corona-Pandemie zu sprechen. Und viele haben die Situation ist in der Tat schwer, weil viele haben ihre Nebenjobs verloren, z. B. in der Gastronomie. Die Seminare finden jetzt eigentlich nur noch digital statt. Das ist natürlich gerade für die Erstsemester sehr schwierig, die sich auch erst orientieren müssen. Praktika können zum Teil nicht absolviert werden. Und man muss ja auch sehen, dass viele Studierende auch nicht einfach bei den Eltern mal um Geld fragen können, weil die ja auch von der Pandemie betroffen sind und vielleicht Einkommensverluste erlitten haben. Über ein Viertel der Studierenden mussten sich Corona-bedingt zusätzlich verschulden. Laut KfW haben Studierende von März bis Oktober rund 1 Milliarde € an Schulden aufgenommen. Das waren im Zeitraum im Jahr davor, das sind viermal so viel wie im Zeitraum im Jahr davor. Das heißt, wir haben eine wirklich äußerst schwierige Situation für Studierende. Ich muss an der Stelle sagen, von der Bundesregierung und insbesondere von der zuständigen Ministerin, Frau Karliczek, kommt da wirklich sehr, sehr wenig. Erst kam überhaupt nichts. Dann hat man gesagt, okay, das BAföG wird ein Semester länger gezahlt. Das ganze Thema Überbrückungshilfen, wo ein ganz großer Teil auch abgelehnt wird von den Anträgen, weil die Studierenden entweder nicht nachweisen können, dass sie notleidend genug sind, oder aber, dass ihre notleidende Situation auch zweifelsfrei durch Corona verschuldet ist. Auch die Studienkredite sind problematisch, die ja auch irgendwann dann wieder zurückgezahlt werden müssen. Also von daher muss ich sagen, das ist wirklich eine absolute Fehlleistung der Bundesregierung. Und da sind die Studierenden gehen einfach vollkommen unter. Was wir bräuchten, wäre dringend eine Reform des BAföGs. Und was wir brauchen, wären Hilfen des Bundes für die Studierenden, meine Damen und Herren. Ich will an der Stelle. Ja, okay. Ich will an der Stelle noch über die vom Land gab es ein paar Hilfen, auch die waren nicht ausreichend, aber in der Tat sehe ich da eher den Bund in der Pflicht. Aber was die Aufgabe des Landes ist, ist die soziale Infrastruktur für die Studierenden. Das ist Aufgabe des Landes. Und da müssen wir noch einmal über die Situation bei den Wohnheimen reden, die hochproblematisch ist. Das zeigt sich jetzt natürlich in der Corona-Pandemie noch stärker, aber es ist ein Problem, das erst einmal davon unabhängig ist. Wir haben die Situation, dass seit 2007 es einen Studierendenanstieg von 47% gab, aber nur einen Anstieg von Wohnraum von 8% für die Studierenden. Das heißt, wir haben hier ein echtes Problem. Wir haben in einer Stadt wie Frankfurt mit all den vielen 10.000 von Studierenden haben wir nicht mal 3.000 Wohnheimplätze. Und die Kosten für studentisches Wohnen ist selbst in den Wohnheimen oft zu hoch für die BAföG-Pauschalen. Aber wenn man als Studierender versucht, auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung zu bekommen, dann reicht das Geld einfach nicht. Und da, finde ich, muss die Landesregierung
Landesregierung unbedingt mehr tun, weil Hessen ist bei der Wohnraumquote bei Studierenden auf einem ganz, ich war der drittletzte Platz vor einiger Zeit, es ist seitdem nicht so viel hinzugekommen, was das Verhältnis angegangen ist. Also hier muss dringend etwas passieren, weil die Studierendenzahlen viel schneller steigen als die Wohnheimplätze, Frau Ministerin. Und wir müssen auch über die Finanzierung der Studentenwerke reden. Auch da haben wir ein Problem, weil die Landesanteile prozentual immer weiter sinken. Die Studentenwerke, darauf sind gerade die Studierenden angewiesen, die eben keine reichen Eltern haben und die sowieso schon schwer hatten, den Weg bis an die Hochschule zu finden. Und wir haben mittlerweile einen Landesanteil von unter 10%. Also auch hier, finde ich, brauchen wir dringend auch eine Stärkung der sozialen Infrastruktur der Studierenden. Ich kann jetzt nicht mehr lange auf die grundsätzliche Unterfinanzierung von Hochschulen eingehen, das sind ja auch alles Fragen, die wir im Hochschulpakt diskutiert haben, auf ein schlechtes Betreuungsverhältnis, das wir haben an den Hochschulen und auf zu viel befristete Beschäftigung. Fakt ist aber, dass wir hier dringend mehr Mittel brauchen für die Studierenden, für die Hochschulen, für die Beschäftigten dort. Ich will zum Kunst- und Kulturbereich kommen, weil in der Tat ist hier das Wissenschafts- und Kunstministerium nicht untätig gewesen. Sie haben da einiges gemacht. Also, wenn ich an die Stipendienprogramme denke oder das Kulturpaket, jetzt auch dieses Rettungspaket Neustart und alles. Also, da ist ein bisschen was gemacht worden. Die Situation der Kulturschaffenden ist dramatisch in dieser Corona-Situation. Der Eindruck ist auch, dass die finanzielle Bearbeitung von Anträgen teilweise immer noch zu lange dauert, dass da es bürokratische Hürden gibt und das eben auch noch einmal eine zusätzliche Belastung ist. Einen Punkt finde ich an der Stelle wichtig, dass wir auch die Kultur darauf vorbereiten, wann auch immer sie wieder öffnen kann, jetzt auch schon zu schauen, unter welchen Bedingungen wird sie es tun können. Weil wir wissen nicht, ob die Theater, die Museen, die Kinos ab dem 1.3. oder ab dem 1.2. oder wissen sich, wann sie öffnen können. Aber ich fände es wichtig, jetzt schon zu diskutieren, unter welchen Bedingungen gelten dann 5 Quadratmeter, 3 Quadratmeter, müssen Luftfilter eingebaut sein. Weil wenn man dann kurzfristig sagt, unter welchen Bedingungen sie öffnen dürfen, dann ist es eben alles noch schwieriger. Wir haben in Hessen eine sehr reiche Kulturszene, sowohl die Staatstheater und die Landesmuseen, aber eben auch die freie Szene. Und die müssen wir erhalten unbedingt, weil Kultur ist systemrelevant und die muss es auch nach dieser Krise, müsste es diese kulturelle Vielfalt in Hessen auch geben. Die muss unbedingt erhalten werden. So, und ich komme dann zum Schluss. Wir haben die Frage meiner Redezeit jetzt nicht abschließend geklärt, Herr Präsident, aber ich löse das Problem jetzt einfach pragmatisch und komme zum Schluss. Ich will ein Letztes sagen. Nur Herr Grobe hat eine furchtbare Rede gehalten. Das ist man von der AfD gewohnt. Und ich kann jetzt das nicht alles, will ja nicht zu dem allen was sagen. Ich will nur eines sagen. Sie haben George Orwell zitiert. George Orwell war Sozialist. Und George Orwell hat im Spanischen Bürgerkrieg mit den internationalen Brigaden und mit der PUM, das M steht übrigens für Marxismus, den Sie so verachten, hat gegen den Faschismus gekämpft. Orwell hat gegen den Faschismus gekämpft, er hat gegen die Rechten gekämpft, er hat gegen solche Ideologien gekämpft. Und würde George Orwell heute noch leben, dann würde er die AfD und ihre Politik verachten. Und deswegen hören Sie bitte auf, Leute wie Orwell für Ihre Politik heranzuziehen. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Aber zeitmäßig war alles völlig entspannt, was Sie an meiner Reaktion ja auch gemerkt haben. Das Wort hat jetzt Frau Staatsministerin Dorn für die Landesregierung. Ich lasse mir Zeit. Bitte nicht die Redner hier unter Druck setzen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auch nicht auf die Rede des Abgeordneten Grobe eingehen, weil ich in der inhaltlichen Bewertung der Abgeordneten Wissler nur zustimmen kann. Aber dank dem Kollegen Klose habe ich ein Zitat von Georg Büchner bekommen, was als Antwort möglicherweise ausreicht. Wir sind alle Narren. Aber keiner hat das Recht, einem anderen seine eigentümliche Narrheit aufzudrängen. Meine Damen und Herren, selten war Wissenschaft so sichtbar und so wichtig wie aktuell, ja, überlebenswichtig. Und hier reden wir über die Corona-Pandemie, aber auch über die völlig überhitzte Debatte, wo Wissenschaft ein echtes Gegengift darstellt. Und selten wurde so stark über den Stellenwert von Kunst und Kultur diskutiert. Und das erleben wir gerade schmerzlich. Wir erleben gerade schmerzlich, was Kunst und Kultur in unserem Leben ausmacht.
Und das ist ganz deutlich. Kultur und Kunst sind keine Sahnehäubchen in guten Zeiten, sondern am Ende essentieller Bestandteil unserer Gesellschaft und unserer Demokratie. Und gerade das, was sie so besonders macht, nämlich der Austausch zwischen den Menschen, der macht sie einerseits so besonders, aber so verwundbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in diesen Zeiten genau diesen Bereichen besonders stark widmen. Corona zeigt aber auch, wo wir mit unserer Politik richtig liegen. Unsere Hochschulen sind das Herz der Wissensgesellschaft. Das Herz. Und deswegen stellen wir unsere Hochschulen so zukunftsfähig und so vielfältig auf, weil wir wissen nicht, was die Herausforderungen von morgen sind, von übermorgen. Und hier haben wir eine riesen Verantwortung. Und dieser Verantwortung kommen wir nach. Und das sieht man sehr deutlich in diesem Haushalt. Wir geben die Rekordsumme von 3,4 Milliarden Euro für Wissenschaft, Forschung, Lehre und Kultur aus, knapp 9,5% mehr als im Vorjahr. Das ist eine echte Investition in die Zukunft. Und ganz zentral ist der Hessische Hochschulpakt, über den wir leider hier im Plenum noch nicht ausreichend reden konnten, weil damals die Corona-Pandemie dann entsprechend die Regierungserklärung nicht ermöglicht hat. Wir statten die Hochschulen mit diesem Hochschulpakt so stark aus wie noch nie, so verlässlich wie noch nie und noch nie mit solchen klaren Zielen. Das ist ein echter Systemwechsel, Herr Kollege Büger. Vielleicht lesen Sie doch einmal den Hochschulpakt, dann würden Sie es vielleicht auch wahrnehmen. €11,2 Milliarden über die Laufzeit und mit dem Systemwechsel, mit einem verlässlichen Sockel, der jedes Jahr um 4% wächst, haben wir etwas, was bundesweit seinesgleichen sucht. Dieser Spielraum geht deutlich über Tarif- und Kostensteigerungen hinaus und er schafft Spielraum, um diese Ziele, die wir gemeinsam miteinander vereinbart haben, mit großen inhaltlichen Konzepten dahinter, um diese zu erreichen, für bessere Lehre, für mehr Chancengleichheit, für mehr Nachhaltigkeit, für eine bessere Betreuungssituation, für bessere Beschäftigungsverhältnisse. All diese Punkte, auf die haben wir uns gemeinsam vereinbart. Und wir sind gerade mitten im Zielvereinbarungsprozess. Und genau diesem kommen wir mit Nachdruck nach. Und ich darf den heute wiedergewählten Präsidenten Mukherjee zitieren zum Hochschulpakt. Er hat gesagt, das ist objektiv der beste Hochschulpakt, den dieses Bundesland jemals gehabt hat. Ich kann ihm nur zustimmen. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir als Koalition diesen Hochschulpakt auf die Rampe geschafft haben. Denn, meine Damen und Herren, das sind die klugen Köpfe an den Hochschulen, die am Ende dafür sorgen, dass wir gerade Impfstoffe bekommen, dass wir an Medikamenten forschen, dass wir an den vielen Herausforderungen von heute und von morgen arbeiten, von Umweltschutz und Klimaschutz angefangen, über die Frage beim Kampf gegen Armut und Hunger, in der Frage über internationale Konflikte und Herausforderungen durch Migration bis hin zur Frage der technologischen Wandels, der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz und all ihrer Folgen. Das passiert in den Hochschulen. Deswegen sind die Studienbedingungen für diese neuen Köpfe, für diese jungen Köpfe essentiell. Und ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, gemeinsam mit dem Bund über den Zukunftsvertrag Studium und Lehre zu stärken, dass wir die Qualität gemeinsam mit dem Bund dauerhaft stärken und dass das Land Hessen ein deutliches Plus obendrauf setzt. Denn nämlich eine Sache hat der Bund leider nicht geschafft. Er hat sich nicht für die Dynamisierung entschieden, die die Hochschulen so dringend gefordert haben. Aber wir tun das. Wir tun das für unseren eigenen Hochschulpakt. Wir tun das sogar für die kofinanzierten Mittel des Bundespaktes mit einer 4%igen Steigerung. Und das ist auch etwas, was bundesweit seinesgleichen sucht. Und ich kann dem Abgeordneten Hofmeister nur zustimmen, es ist schön, dass wir ein attraktives Bundesland sind für viele Studierende. Der Nachteil ist, wir haben sehr viele volle Hörsäle, im Moment sehr viele volle Zoom-Konferenzen. Und das führt dazu, dass wir bei der Betreuungsrelation ja deutlich aufholen müssen. Und das haben wir uns als ganz festes Ziel im Hochschulpakt gesetzt. Und dafür haben wir eine deutliche Unterstützung für die Hochschulen gegeben mit 300 zusätzlichen W-Stellen für Professuren und diesmal nicht nur Stellenhüllen, sondern mitfinanziert. Das wird uns deutlich helfen. Und was auch stimmt, Frau Kollegin Wissler, ja, wir haben bei den Wohnheimplätzen auch Nachholbedarf. Was man aber auch sehen muss, dass wir seit der letzten Legislaturperiode in der Frage der Steigerungsrate an Plätzen deutlich an der Spitze sind. Das heißt, wir haben dieses Problem längst erkannt, und wir sind mitten in der Aufholjagd. Und wir werden bei diesem Thema auch nicht müde. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Der nächste große Bereich. Das Promotionsrecht für angewandte Wissenschaften, für Hochschulen für angewandte Wissenschaften, das eigenständige, ist bundesweit ein Vorreiter gewesen. Es ziehen jetzt ganz viele mit. Das ist auch gut so. Wir tun aber schon den nächsten Schritt.
Mit dem Aufbau des wissenschaftlichen Mittelbaus an den Hochschulen für angewandte Wissen. Bitte? Mit dem Aufbau des Mittelbaus haben wir es geschafft, dass wir sowohl die Forschung stärken, dass wir die Betreuung der Studierenden stärken und dass wir es schaffen, dass mittelfristig die Hochschulen für angewandte Wissenschaften auch entsprechend ihren Nachwuchs ausbilden können. Und das sind ganz neue Impulse, Herr Kollege Büger, die wir erreichen. Denn die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind große Innovationsmotoren in der Region bis in den ländlichen Raum. Und wir setzen hier eine deutliche Stärkung genau dieser Hochschultypen in diesem Hochschulpakt. Das Thema digitale Zukunft. 112 Millionen Euro ist der ganze Digitalpakt schwer. Und dabei geht es weit um mehr als einfach um neue Rechner. Es geht um eine komplette Transformation in allen Bereichen der Hochschulen. Und dieser gemeinsame Digitalpakt hat eine Menge von Beispielen, die kann ich hier nicht alle aufführen. Aber ein Beispiel in der Frage Lehr- und Lernformate, weil wir gerade so viel über digitale Lehre haben. Mit neuen Lehr-Lernformaten werden wir es schaffen, dass die Hochschulen ganz anders individuell auf ihre Studierenden eingehen können, dass sich der Stoff ganz anders vertieft. Und darum geht es uns bei diesem Digitalpakt, genau solche neuen Lehr-Lernformate auch entsprechend zu fördern. Und das Thema Digitalisierung ist ja auch in der Forschung ein riesengroßes Thema. Das ist auch im Digitalpakt. Aber es geht natürlich auch um das Megathema künstliche Intelligenz. Und ich sage Ihnen, unser Zentrum, das wir gerade erst gemeinsam gegründet haben, hat schon jetzt eine bundesweite Beachtung. Warum hat es bundesweite Beachtung? Weil es etwas Besonderes ist, dass drei verschiedene Ministerien dieses Zentrum auf den Weg bringen, dass es hochschulübergreifend ist, interdisziplinär von Anfang an eingesetzt und ganz wichtig, dass wir die exzellente Grundlagenforschung und die Anwendungsorientierung verbinden. Und mit diesem Thema haben wir eine Singularität geschaffen in der Bundesrepublik, das jetzt schon dazu führt, dass eine Menge an interessanter Nachfragen kommen und Vernetzungsmöglichkeiten. Hier gehen wir absolut in die Zukunft. Und vielleicht unterhalten Sie sich einmal an der TU Darmstadt mit Professor Kersting. Der wird Ihnen zeigen, was das entsprechend für einen Quantensprung ist, den wir da schaffen. Und reden wir weiter über exzellente Forschung. Da haben wir eine Menge anzubieten. Wir haben in diesem Haushalt alleine es geschafft, dass wir gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft ein Institut für translationale Medizin und Pharmakologie aufbauen in Frankfurt. Warum haben wir das geschafft? Weil wir in Löwe so lange schon Forschung gefördert haben, weil wir dort ein Zentrum aufgebaut haben und damit es jetzt schaffen, dass wir in diesem Institut die Forschungsergebnisse direkt in anwendbare Medikamente überführen können. Auch das ist eine Vorreiterrolle, die wir in Deutschland haben. Und dann kommt dazu das Max-Planck-Institut in Marburg. Dort geht es uns darum, exzellente Nachwuchswissenschaftler auszubilden. Wir werden dort die erste Max-Planck-School in Hessen haben. Und da werden wir entsprechend mit 660.000 € jährlich das unterstützen, weil wir setzen auf den exzellenten Nachwuchs. Sie hatten vorhin darüber gesprochen, wie wichtig der Nachwuchs ist. Genau in diesem Bereich Mikrobiologie tun wir das, und übrigens auch im KI-Zentrum. Dann hatten Sie, sowohl die AfD als auch die FDP, gedacht, wir würden bei der Exzellenzstrategie Mittel einsparen. Ich verstehe gar nicht, wie Sie darauf kommen. Wir haben im Bereich Löwe für die Frage der Exzellenzstrategie 10 Millionen pro Jahr, 2 Millionen pro Cluster, die sich jetzt auf den Weg machen, um bei der Exzellenzstrategie hoffentlich dann am Ende zu glänzen. Wir gehen jetzt schon strategisch rein, stützen die Strukturen, 2 Millionen pro Cluster, 10 Millionen pro Jahr. Ich weiß nicht, wo Sie die Kürzung gesehen haben, hätten wir gerne darüber sprechen können im Rahmen der kursorischen Lesung, aber das ist eine eindeutige Fehlinformation. Frau Ministerin, Sie wären jetzt bei 10 Minuten. Ich muss auf jeden Fall natürlich noch in den Kulturbereich kommen. Das möchte ich gerne auch noch tun. Denn am Ende ist das Wissenschaft und Kultur das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und deswegen haben wir bei der Pandemie ein wirkungsvolles Hilfsprogramm auf den Weg gebracht. Wir haben genau darauf geschaut, dass es bei Kultur nicht nur darum geht, in der Krise Unterstützung zu bieten, sondern Wege aus der Krise zu finden, die nachhaltig zu entsprechend auf den Weg zu bringen. Und bei den Öffnungsperspektiven, Frau Kollegin Wissler, ist es schlicht so, dass wir als Kulturminister, das hatte ich aber auch im Ausschuss schon erwähnt, von den Ministerpräsidenten die Auftrag bekommen haben, gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten für eine langfristige Öffnungsstrategie mit Stufen. Und da sind wir genau dran als Kulturminister von allen Ländern, übrigens parteiübergreifend. Ich bin gespannt, was da entsprechend rauskommt. Aber neben diesen pandemiebezogenen Leistungen, wo wir auch gerade schauen, was müssen wir noch tun, um entsprechend Lücken im Bundesprogramm zu füllen,
machen wir in diesem Haushalt 21 ganz wesentliche Punkte, die am Ende der Kultur nachhaltig helfen. Die Einkommenssituation vieler Künstlerinnen und Künstler ist problematisch. Und deswegen gehen wir mit unseren Staatstheatern voran. Wir haben die Mindestgage an den hessischen Staatstheatern in Marburg und in Gießen eingeführt. Da hat entsprechend das Ensemble-Netzwerk im letzten Jahr schon gesagt, das ist eine Sensation. Und bei dieser Sensation hören wir nicht auf, sondern wir gehen in den nächsten Schritt. Neben der Mindestgage gehen wir in die anderen unteren Einkommensbereiche und heben da noch einmal das Gagengefüge an. Auch das ist bundesweit einzigartig, aber wir sind stolz darauf, weil es wichtig ist, dass wir hier ein Signal setzen für die Konkurrenzfähigkeit unserer Theater, aber auch für den fairen Umgang mit den Beschäftigten. Die weitere Förderung der soziokulturellen Zentren und entsprechend der Filmförderung wurde entsprechend von den Abgeordneten der Fraktionen schon genannt. Genauso bin ich völlig einig, was das Casal-Forum angeht. Das wird ein echtes Leuchtturmprojekt, was wir hier im Rhein-Main-Region bekommen, was internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und am Ende, und das ist mir noch einmal wichtig, noch einmal zu betonen, Kunst und Kultur sind Motor für gesellschaftliche Entwicklung. Aber sie sind auch immer Ausdruck unserer gesellschaftlichen Prozesse und unserer Vergangenheit. Und deswegen ist der Umgang mit unserem historischen Erbe ein Spiegel dafür, wie wir zu unserer Geschichte stehen. Und ich glaube, diesem Thema sind sich zumindest fast alle Fraktionen hier im Hause bewusst. Und insofern werden wir, um genau unserer besonderen Verantwortung, unserer deutschen Geschichte gerecht zu werden, in der Frage, wie Werke, die entsprechend im NS-Regime oder im kolonialen Kontext entsprechend in unsere Sammlungen gelangt sind und wo die Ursachen nicht klar sind, da werden wir weiter daran arbeiten, das wissenschaftlich aufzuarbeiten, und wir werden die Mittel für die Provenienzforschung dort entsprechend erhöhen. Denn am Ende ist das eine große Verantwortung, die wir haben. Und Sie sehen hoffentlich, und deswegen habe ich mir auch ein wenig mehr Zeit genommen, gerade weil wir in der schweren Krise sind, gerade weil es eine herausfordernde Situation ist, ist es so wichtig, in die Zukunft zu investieren. Und das tun wir in Forschung und Lehre, weil das sind die Problemlöser von heute und von morgen, und in Kunst und Kultur, denn das hält die Gesellschaft am Ende zusammen. Und ich glaube, dieser Einzelplan steht exemplarisch für alle anderen Einzelpläne in diesem Haushalt. Denn die Koalition beweist mit diesem Haushalt eines: dass wir es wagen, in dieser Krise und in dieser wandelnden Phase den Aufbruch zu wagen. Und das ist die Essenz dieses Haushalts. Und ich freue mich nachher unglaublich darauf, als Abgeordnete dieses Hauses diesem Haushalt insgesamt zuzustimmen. Danke schön. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Wir sind jetzt grundsätzlich am Ende der Aussprache. Ich habe das hier, Herr Dr. Grobe, will nur Folgendes sozusagen zur Zeitenlage vielleicht mitteilen. Wir haben jetzt eine Überziehung der Redezeit in Anführungsstrichen bei der Landesregierung um 23 Minuten 40. Das sind von mir aufgerundet 24 Minuten, die überzogen worden sind. Die teile ich durch vier auf die Oppositionsfraktionen auf. Das bedeutet, dass die Oppositionsfraktionen jetzt noch 6 Minuten Redezeit hätten. Davon hat bereits die Kollegin Dr. Sommer 3 Minuten 11 genutzt. Das heißt, sie hätten roundabout 3 Minuten noch. Die Freien Demokraten, Dr. Büger, hat 2:40 genutzt. Das heißt, sie hätten noch so ungefähr 4,5 Minuten. Die Linke, Frau Wissler, hat 1 Minute genutzt. Das heißt, sie hätten ungefähr noch 5 Minuten. Und die AfD hat sogar noch ein Guthaben von 21 Sekunden. Also sie hätten dann 6:21. Herr Dr. Grobe hat sich bereits zu einer Kurzintervention gemeldet. Kurzinterventionen werden ja auf die Redezeit angerechnet. Also sie hätten jetzt rein theoretisch die Möglichkeit, 6:21 zu sprechen. Herr Dr. Grobe, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Frau Kollegin Wissler, Sie haben... Entschuldigung, die Maske stört. Das ist schon mal, was später auf uns zukommt. Frau Kollegin Wissler, Sie haben Orwell nicht verstanden. Orwell hat wegen seiner Erfahrung im Sozialismus erkannt, dass der Totalitarismus in Gänze zu bekämpfen ist, und zwar rechts wie links. Beides lehnte er nämlich ab. In seinem Werk Farm der Tiere hatte er Tiere, Tiergestalten allegorisch dargestellt. Personen wie Karl Marx, Lenin, Leo Trotzki und Stalin. Stalin war dort das Schwein Napoleon. Also so toll, so ein Sozialist oder Kommunist scheint er ja nicht gewesen zu sein.
Und ich wurde vorhin noch einmal darauf angesprochen, während meiner Rede, da haben sich einige echauffiert, dass ich Büchner zitiert habe. Kurz zu Büchner. Georg Büchner war Hausgast der Gießener Burschenschaft. Seine Verleger waren Burschenschafter. Als er nach Straßburg und später in die Schweiz emigrieren wurde, wurde ihm nur von den Burschenschaften geholfen und er wurde da unterstützt. Es zeigt sich hier leider, dass bei vielen, dass weder hier die Kollegen Büchner nicht weder kennen noch ihn interpretieren können. So tief ist leider das Niveau gesunken. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Wenn es hier schon so niedrig ist, wie soll es sich dann an den Hochschulen entwickeln? Denn auch wir als Politiker sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Grobe. Die Zeiten sind Ihnen bekannt. Wünscht jemand das Wort? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dafür bedanke ich mich sehr. Dann sind wir am Ende der Aussprache für die Einzelpläne angelangt. Die Abstimmungen bündeln wir wie vereinbart am Ende.